Videos mit Aqualino. Dieser Pool ist riesig, der ist für 15.000 Liter Wasser. Ja Leute, und am Anfang müssen wir ein riesen Loch buddeln. Danach mit Sand ausfüllen und alles platt drücken. Wir haben uns dafür so ein Teil ausgeliehen. Da wir in den Pool reinspringen möchten, müssen wir unten noch sowas Weiches unterlegen, damit wir den beim Reinjumpen nicht zerstören. Und das ist rausgekommen. Danach kommt die Schutzfolie und erst dann der Pool selbst. Aufgepumpt wird nur der obere Ring. Das Wasser drückt ihn dann nach oben. Und was glaubt ihr, wie lange hat es gedauert, bis dieser Pool aufgefüllt war? 2 Tage, Leute. 2 Tage, bis der voll war. Ich habe sehr viel Zeit und Geld investiert, aber es hat sich gelohnt. Schaut euch nur das Prachtstück an. Also, es ist schon Herbst, keine Sonne mehr am Himmel, aber das Wasser im Pool ist warm genug, um Spaß zu haben. Wir freuen uns, mit dem Experimente zu machen. Schreibt mir in die Kommentare, mit was wir den Pool alles auffüllen können. Die besten Ideen kommen in das nächste Video. Wir wollen jetzt Spaß haben und werden jetzt ein paar Plastikbälle in den Pool werfen. Das sind 10.000 Stück, Leute. Ja, 10.000! Wer das Video mit dem Trampolin gesehen hat, weiß das. Wir schmeißen die in den Pool. Cool, ich dachte nicht, dass das so cool aussieht. Ach, wenn es draußen trübt und bewölkt ist, die Bälle steigern die Laune. Na los, Junge, spring da mal rein. Das war cool. Und wie ist das unter dem Wasser? Wow, das sieht richtig bunt aus. Es macht riesen Spaß, Leute. Sergei hat beschlossen, von oben in den Pool zu springen. Na gut, wenn er sich traut. Wow, ihm macht das Spaß. In Slow-Mo sieht das heftig aus. Schaut euch das nur an. Also Leute, wir hatten riesen Spaß mit dem Pool und ich bin bereit, alles in den Pool zu geben, was ihr mir vorschlägt. Wir räumen jetzt auf und ihr könnt einen Daumen nach oben geben und die Glocke aktivieren. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen und bis bald!